Onko für die Lauscher. Ein Podcast des Comprehensive Cancer Center der Medizinischen Hochschule Hannover. Das Thema der heutigen Podcast-Folge ist die Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs bzw. wie man sich davor schützen kann. Denn die Erkrankung wird fast immer durch eine Infektion mit bestimmten humanen Papillomviren, kurz HPV, verursacht. Über die Prävention und Früherkennung möchte ich heute mit Herrn Dr. Matthias Jentschke, geschäftsführender Oberarzt aus der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der MHH, sprechen. Mein Name ist Maike Isort, ich bin Koordinatorin für Wissenschaftskommunikation am CCC Hannover und freue mich nun, Herrn Jentschke begrüßen zu dürfen. Ja, schönen guten Tag, vielen Dank. Sprechen wir zunächst über die Erkrankung an sich, Gebärmutterhalskrebs und die Ursachen oder Risikofaktoren für diese Erkrankung. Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, zugrunde liegt der ganzen Erkrankung eine Infektion des Gebärmutterhalses mit diesen HPV-Viren. Das geschieht ganz normal über den Geschlechtsverkehr, vor allem so im jüngeren Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Und über die Infektion der Schleimhaut im Bereich des Gebärmutterhalses kommt es eben dann zunächst zu Krebsvorstufen und dann über viele Jahre dann, wenn nichts passiert, dann tatsächlich zur Ausbildung eines richtigen Gebärmutterhalskrebses. Man teilt diese HPV-Viren in Niedrigrisiko- und Hochrisikotypen ein, wobei die Niedrigrisikotypen nicht den Gebärmutterhalskrebs auslösen, sondern eher zum Beispiel Feigwarzen machen können. Und dann eben die Hochrisiko-HPV-Typen, da gibt es ganz viele verschiedene davon. HPV-16 ist da so mit der wichtigste, der für ungefähr 60% der Krebserkrankungen und auch Vorstufen verantwortlich ist. Und ohne eine HPV-Infektion gibt es in der Regel eigentlich auch keinen Gebärmutterhalskrebs. Es gibt dann noch so Kofaktoren, die das Ganze unterstützen können, zum Beispiel Genveränderungen, wie man zum Beispiel auch vom Brustkrebs kennt. Und dann zum Beispiel das Rauchen, was so einen Verlauf auch negativ beeinflussen kann. Gebärmutterhalskrebs gehört ja zu den wenigen Krebsarten, die sich durch eine HPV-Impfung, also eine Impfung gegen diese humanen Papillomviren, verhindern ließen. Seit einigen Jahren stehen Impfstoffe gegen die HPV-Hochrisikotypen zur Verfügung. Wie viel Schutz bieten diese Impfungen und in welchem Alter sollte man sich impfen lassen? Ja, also die Entwicklung der HPV-Impfstoffe war ja im Endeffekt eigentlich ein Meilenstein in der Krebsbehandlung im Allgemeinen und jetzt eben im Speziellen auch beim Gebärmutterhalskrebs. Seit gut 10 Jahren gibt es die HPV-Impfstoffe. Das hat angefangen mit Zweifach- und Vierfach-Impfstoffen, die gegen HPV 16 und 18 und dann auch noch gegen HPV 6 und 11, das sind diese Niedrigrisikotypen, die für die Feigwarzen verantwortlich sind, gerichtet sind. Und seit einigen Jahren gibt es jetzt als Weiterentwicklung auch einen 9-fach-Impfstoff, der eben gegen 9 verschiedene HPV-Typen schützt. Diese Impfung ist hochwirksam, also die HPV-Typen, die in der Impfung enthalten sind, vor denen wird auch sehr, sehr gut geschützt. Wichtig ist, dass der eigene Körper, bevor man sich impfen lässt, eben noch nicht mit HPV-Typen in Berührung gekommen ist, weil dann eben die Wirksamkeit deutlich nachlässt. Dementsprechend ist die Empfehlung der STIKO zum Alter der Impfung liegt bei 9 Jahren, weil da eben dann sichergestellt ist, dass eben noch kein Geschlechtsverkehr stattgefunden hat und kein natürlicher Kontakt mit den HPV-Viren passiert ist. Es war lange Zeit so, dass nur die Mädchen geimpft werden sollen, aber jetzt auch seit kurzem die Impfempfehlung auf die Jungen erweitert wurde. Einmal, weil dann die Jungen natürlich dann mit dazu beitragen, sozusagen, dass Mädchen oder auch Frauen sich nicht infizieren und weil es auch für Männer relevant ist, weil auch zum Beispiel Erkrankungen wie das Peniskarzinom durch HPV-Viren ausgelöst werden und dementsprechend eben die Jungen mitgeimpft werden sollen. Wenn man das jetzt verpasst hat, kann man das trotzdem, also den Zeitraum von 9 Jahren, kann man auch immer noch bis zum 18. Lebensjahr und sogar auch noch darüber hinaus die HPV-Impfung nachholen. Aber optimal ist es halt mit 9 Jahren oder eben vor dem Geschlechtsverkehr. Mhm. Und was, wenn jetzt eine Impfung für mich nicht in Frage kommt, gibt es andere Möglichkeiten, sich zu schützen?
Also man muss da schon eigentlich eine Lanze brechen für die HPV-Impfung. Die HPV-Impfung ist jetzt mittlerweile auf der ganzen Welt millionenfach durchgeführt worden. Es ist eine sehr, sehr gut untersuchte und auch sehr sichere Impfung. Es gibt eigentlich keine wirklich gefährlichen Nebenwirkungen, außer natürlich Lokalreaktionen zum Beispiel am Arm. Aber wenn sich nun jemand partout nicht impfen lassen möchte, dann sollte man natürlich zumindest die Gebärmutterhalskrebs-Vorsorgeuntersuchung wahrnehmen. Und man kann natürlich auch komplett darauf verzichten, sozusagen sich mit HPV zu infizieren. Aber das ist zum Beispiel jetzt durch Kondome alleine zum Beispiel nicht möglich. Dann müsste man schon völlig enthaltsam leben, was für die meisten dann wahrscheinlich keine realistische Option ist. Sie haben das Stichwort Früherkennung gerade schon in den Mund genommen. Das gesetzliche Früherkennungsprogramm startet bei Gebärmutterhalskrebs ja schon in vergleichsweise jungen Jahren. Frauen ab bereits 20 haben Anspruch auf eine jährliche gynäkologische Untersuchung, die sich dann mit dem Alter anpasst. Welche Untersuchungen zählen denn hierzu? Ja, genau. Also erstmal kann man sagen, dass das eben so früh schon anfängt, weil natürlich auch sobald man in dem Alter sich mit HPV-Viren infizieren kann, dann auch sich solche Krebsvorstufen bilden können. Und das Ziel der Gebärmutterhalskrebsvorsorge ist ja nicht, den Krebs möglichst früh zu erkennen, sondern das Ziel der Gebärmutterhalskrebsvorsorge ist, den Krebs zu erkennen, bevor er überhaupt entsteht. Also sprich, diese Gebärmutterhalskrebsvorstufen zu erkennen und dann auch eben zu behandeln und somit überhaupt zu verhindern, dass ein Krebs überhaupt entstehen kann. Die Vorsorge hat sich so ein bisschen gewandelt Anfang 2020. Insgesamt haben wir in Deutschland seit den 70er Jahren die Gebärmutterhalskrebsvorsorge. Und es war lange Zeit so, dass jede Frau jedes Jahr einen sogenannten Pap-Abstrich machen lassen konnte. Das ist einfach ein Abstrich vom Muttermund, wo man Zellen abstreicht und auf einem Objektträger dann unter Mikroskop untersucht und sieht, ob da auffällige Zellen sind. Mittlerweile weiß man aber, dass sich durch einen Test auf diese HPV-Viren, die ja diesen ganzen Erkrankungen zugrunde liegen, so ein Geschehen doch deutlich sensitiver, also besser nachweisen lässt. Und dementsprechend wurde hier in Deutschland eben Anfang 2020 das umgestellt. Jetzt aber nicht für alle Frauen, sondern nur für die Frauen ab 35 Jahren, weil sich eben im Alter zwischen 20 und 35 eben sehr, sehr viele Frauen mit HPV-Viren infizieren, ohne dass das gleich bedeutet, dass die Krebsvorstufen oder Krebs haben. Und dann so ab 35 bleiben dann nur noch die HPV-Infektionen übrig, die dann auch tatsächlich relevant sind für die Entwicklung von Krebsvorstufen und Krebs. Und dementsprechend wird dann eben ab 35 der HPV-Test mitgemacht. Und weil dieser HPV-Test aber auch so genau ist und wenn der dann negativ ist, man auch eine sehr, sehr hohe Sicherheit hat, findet dann ab diesem Alter dann die Untersuchung nur noch alle 3 Jahre statt. Vielleicht mal ganz allgemein gesprochen, was lässt sich zum Nutzen dieser Untersuchung sagen und gibt es auch Nachteile oder Risiken, die dabei bestehen? Also erstmal, wenn man nochmal auf den Nutzen zurückkommen möchte, man sieht zum Beispiel, wenn man weltweit guckt, dass der Gebärmutterhalskrebs ein sehr, sehr großes Problem ist. Aber vor allem eben in die Länder, in den Ländern, die eben so ein systematisches Früherkennungsprogramm, wie wir das haben in Europa, also in Ländern, die das nicht haben, da ist eben der Gebärmutterhalskrebs noch ein sehr, sehr großes Problem. Bei uns in Deutschland ist seit den 70er Jahren die Häufigkeit um mindestens 60% zurückgegangen. Nachteile, gut, man muss halt hingehen, das ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und wenn man dann im Rahmen der Krebsfrüherkennungsuntersuchung dann Krebsvorstufen feststellt, dann muss man die ab einem gewissen Grad, also man teilt die in unterschiedliche Schweregrade ein, dann auch operieren, damit die eben nicht fortschreiten zum Krebs. Das bedeutet, dass man so eine kleine Operation macht, wo man einen kleinen Teil des Muttermundes absetzt sozusagen. Das nennt sich Konisation, weil das eben so ein kegelförmiger Schnitt ist. Das ist aber eine kleine Operation, die ambulant und problemlos durchgeführt werden kann. Aber gut, das muss man dann natürlich machen, aber das hat natürlich auch den Sinn, dann den Krebs zu verhindern. Natürlich gibt es auch manchmal falsch positive Befunde, die dann entsprechende Abklärungsuntersuchungen nach sich ziehen, aber man kann tatsächlich sagen, dass der Vorteil sicherlich überwiegt. Und man sieht auch in Deutschland, wenn man sich die Fälle von Gebärmutterhalskrebs anschaut, dass das überwiegend Frauen sind, die eben nicht oder zumindest nur unregelmäßig zur Vorsorge gegangen sind. Und die Frauen haben dann wirklich ein höheres Risiko, dass sich Gebärmutterhalskrebs entwickelt und das ist eben keiner merkt, weil es so eigentlich keine Frühsymptome gibt für die Erkrankung.
Derzeit untersuchen Sie in einer aktuellen Studie ein HPV-Selbsttestverfahren in der Region Hannover. Was ist der Anlass der Studie und was versprechen Sie sich auch von diesem HPV-Selbsttestverfahren? Ja, ich hatte es ja gerade schon kurz gesagt, dass die Häufigkeit des Gebärmutterhalskrebses doch stark zurückgegangen ist in den letzten Jahrzehnten. Aber man sieht auch, dass in den letzten Jahren dieser Effekt so ein bisschen stagniert. Und das liegt eben überwiegend daran, dass die Frauen, dass eben ein Teil der Frauen nicht zur Vorsorge geht. Man weiß so aus Daten von den Krankenversicherungen, dass das ungefähr 30% aller berechtigten Frauen sind. Und wenn man jetzt nun wirklich versuchen möchte, den Gebärmutterhalskrebs noch weiter zurückzudrängen, dann ist eben neben der Impfung es wichtig, dass man versucht, die Frauen, die eben nicht zur Vorsorge gehen, irgendwie zu erreichen. Und man kann das natürlich versuchen, indem man die zum Beispiel durch Infoschreiben über die Vorsorge informiert. Das ist jetzt auch Teil der neuen Vorsorge. Aber man weiß auch aus Studien, dass es deutlich bessere Möglichkeiten gibt als so einfache Infoschreiben. Und da kommt eben dieser Selbsttest auf die HPV-Viren ins Spiel. Man kann das zum Beispiel als Selbstabstrich durchführen oder auch als Urintest, kann das per Post nach Hause schicken und hat darüber eigentlich eine gute Möglichkeit, eben diese Frauen, die bislang nicht bei der Vorsorge waren, dann eben doch noch zu einem Abstrich zu bewegen sozusagen. Und wie genau läuft dann dieses Selbsttestverfahren ab, beziehungsweise wer kann teilnehmen? Also idealerweise wäre es natürlich so, dass wir gezielt die Frauen einladen können, die jetzt schon 3 oder 5 Jahre nicht beim Frauenarzt waren. Das geht aber momentan noch nicht aufgrund von datenschutzrechtlichen Vorgaben von den Krankenkassen. Deswegen mussten wir jetzt den Umweg gehen und quasi eine Zufallsstichprobe vom Einwohnermeldeamt ziehen. Da haben wir nun 20.000 Frauen oder 20.000 Namen von Frauen bekommen, die wir nun alle anschreiben und eben zur Teilnahme gewinnen wollen. Der Altersrahmen ist 30 bis 65 Jahre, weil wir glauben, dass da eben das am meisten Sinn macht. Es gibt so ein paar Ausnahmen, also Schwangere dürfen zum Beispiel nicht teilnehmen, weil da die Gefahr besteht, dass da zum Beispiel die Fruchtblase verletzt werden könnte. Oder Frauen, die zum Beispiel schon eine OP zur Gebärmutterentfernung haben, da macht es natürlich auch keinen Sinn, dass die an dieser Studie teilnehmen. Aber die anderen Frauen, die eben da jetzt vielleicht Post kriegen, weil sie bei der Studie mitmachen sollen, da würden wir uns schon freuen, wenn die teilnehmen. Was, wenn ich dann im Rahmen der Studie einen positiven HPV-Nachweis erhalte? Wie geht es dann für mich weiter? Also erstmal ist es so, dass wir ungefähr erwarten, dass 10%, maximal 10% aller Frauen eben einen positiven HPV-Test bekommen. Und auch dann hatte ich ja gerade schon gesagt, dass es für die allermeisten Frauen jetzt nicht bedeutet, dass hier jetzt irgendwie Krebs diagnostiziert wurde, sondern in den allermeisten Fällen ist es einfach nur eine HPV-Infektion. Aber man muss trotzdem weiter gucken, ob nicht doch vielleicht eine Krebsvorstufe dahinter steckt. Und dann würde man wiederum so einen Pap-Abstrich machen, wie man den sonst für die normale Vorsorge auch macht. Idealerweise würde dann diese Patientin dann wiederum zu ihrem Frauenarzt gehen oder zu einem Frauenarzt, falls sie noch keinen hat, weil wir natürlich eigentlich jetzt nicht so ein paralleles Vorsorgemodell einführen wollen, sondern mit dem HPV-Selbstabstrich eigentlich die Frauen dazu motivieren wollen, zum Frauenarzt zu gehen. Das wäre das Ziel der Studie. Wann wäre da mit ersten Ergebnissen zu rechnen? Ja, die Studie soll jetzt hier im Herbst starten und ich denke, dass wir im Frühjahr 2022 dann die ersten Ergebnisse bekommen werden. Ja. Das klingt auf jeden Fall spannend. Früherkennung ein wichtiges Thema. In diesem Sinne möchte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit und der Aufklärung zur Prävention und Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs. Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut.